Alles, was ich mache, mache ich richtig. Diesen Erfolgstipp hat mir Nina Ruge mitgegeben und genau darum soll es in meinem heutigen Blogbeitrag gehen. Nämlich der Aussage, alles, was du tust, ist richtig. Denn ich glaube, jeder da draußen kennt diesen Satz, das Gras ist grüner auf der anderen Seite des Ackers. Wir denken immer, da draußen ist es besser, andere haben einen besseren Job, eine bessere Familie, ein besseres Einkommen, bessere Gesundheit. Alles ist besser. Die Blonden wollen braun sein, die Braunen wollen blond sein, die Singles wollen verheiratet sein, die Verheirateten wollen Single sein. Jeder ist unzufrieden mit dem, was er hat. Nur die Frage ist, was führt dazu, dass das so ist? Und was wäre, wenn du das einfach annimmst, was du hast? Und wie Nina schon sagt, hey, alles, was du machst, ist perfekt und alles, was du hast, ist perfekt. Geht es immer noch schöner? Natürlich. Und die Hintergründe dazu und eine sehr, sehr tolle Geschichte, um das zu erklären, findest du in meinem heutigen Blogbeitrag unter www.norman-graeter.com. Klick dich mal rein und find raus, warum das Gras nicht immer schöner ist auf der anderen Seite des Busches und des Feldes.